Ich hoffe, dass wir heute einen Aufbruch erleben, denn ich gehöre zu denjenigen, die das befürworten würden, wenn die Olympischen Spiele hier nach Hamburg kommen. Ich habe das Privileg, gefragt zu werden. Und das möchte ich nutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre für Hamburg, dass sich der Deutsche Olympische Sportbund im März dafür entschieden hat, dass Hamburg sich für Deutschland um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 bewerben soll. Das Konzept skizziert innerstädtische Olympische Spiele der kurzen Wege mit Sportstätten, die dicht beieinander liegen und schnell zu erreichen sind. Das Kernareal für die Olympischen und Paralympischen Spiele ist der kleine Grasbrook, den Sie ja auch hinter mir sehen. Wir wollen eine moderne Olympia-Bewerbung abgeben. Eine, die nicht alleine auf die wenigen Wochen der Olympischen und Paralympischen Spiele in Hamburg ausgerichtet ist, sondern eine, die eine langfristige Perspektive für die Stadt enthält. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, auf Ihre Fragen und auf Ihre Kritik. Herzlichen Dank und gutes Gelingen für heute Abend. Aber zunächst gibt es einen Termin für uns in Hamburg. Das ist der 29. November 2015, an dem es einen Volksentscheid geben wird über die Frage, sollen wir uns um Olympische Spiele bewerben oder sollen wir das nicht tun? Hamburg hat sich verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger in einer demokratischen Wahl entscheiden zu lassen, was diese Frage betrifft. Und der Senat wird diese Entscheidung akzeptieren und umsetzen. Klare Ansage. Olympia, viele sind dafür. Es gibt aber auch einige, die sehen das Ganze kritisch. Und wir haben gesagt, warum nicht auch hören, was kritischen Stimmen hier sind. Ich denke, so viel Zeit muss sein, dies zu hören. Die Stadt hat uns erzählt, es werden keine größenwahnsinnigen Spiele, wie das sonst in den anderen Städten passiert ist. Wenn wir uns angucken, was die Stadt geplant hat, ist das unfassbar größenwahnsinnig, unfassbar viele Milliarden, die da verschlungen werden. Das halten wir für sehr, sehr problematisch. Aus diesen Gründen und noch einigen mehr, die ich jetzt allerdings nicht alle darlegen werde, lehnen wir Olympia in Hamburg ab und hoffen, dass Sie alle das nochmal kritisch beleuchten werden und gucken werden, ob es wirklich der ganzen Stadt gut tut, wenn Olympia nach Hamburg kommt. Guten Abend zusammen. Erstmal, ich habe die Aufgabe, Ihnen kurz darzulegen, was in diesen drei Bürgerwerkstätten dies waren. Und in einer haben wir uns dem kleinen Grasbrook Olympic City sozusagen gewidmet, was dort zusammengetragen wurde. Das Sportstättencluster, so wird angeregt, sollte nach den Spielen als Freizeitattraktion genutzt werden. Das Olympiastadion als besonderes Modul für eine eigenständige Quartiersidentität herangezogen werden, diese fördern. Es wird studentisches Wohnen ebenso gefordert wie Mehrgenerationswohnen im olympischen Dorf. Wir sind zurzeit so weit, dass wir sagen können, wir haben eigentlich vier Szenarien. Das erste Szenario hat die drei großen Venues, so wie sie heißen, das Stadion, die Schwimmhalle und die Olympiahalle, auf dem südlichen Halbinsel. Das Szenario B hat die Schwimmhalle auf der Spitze dieser nördlichen Halbinsel. Dadurch entsteht eine eher gleichgewichtigte Verteilung der drei Venues. Szenario C, die Olympiahalle befindet sich zwischen die Schwimmhalle und dem Stadion, damit später möglicherweise er umgenutzt werden kann für eine Kreuzfahrtterminal. Und letztendlich Szenario D, da sehen wir die Schwimmhalle auf dem Bakenhöft. Also der hat sozusagen den Sprung zurück über die Elbe gemacht und dadurch entsteht hier ein sehr großzügigen Park mit auch wieder dem Olympischen Dorf hier. Wir wollen Stadien entwerfen, die einerseits ein olympisches Erbe hinterlassen, andererseits aber wirklich auch eine starke Nachnutzung haben. Was für einen Blick hat Hamburg, und dieser einmalige Blick, finden wir, muss auch in die Stadien mit einbezogen werden. Wir haben auch weiter überlegt, könnten wir nicht sogar eine neue Art von Stadion erfinden? Und da könnte man natürlich mit einem großen Pylon arbeiten, ein Aussichtspunkt, der auch von der Olympia City genutzt wird, auf den auch Touristen hochgehen und Blick über die alte und dann auch die neue Hafen City gewinnt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Götze. Es geht um Ihre Wünsche, Ideen, Anliegen, Kritik, Anregungen, und die möchten wir jetzt gerne aufnehmen. Wir haben bei den Olympischen Spielen ja eine Reihe von Mitbewerbern.
Wir haben Berlin gehabt, die Berliner wollten das nicht. Wir haben Boston, in Boston gibt es mittlerweile eine Mehrheit, die die Spiele nicht will. Und die Frage ist, ist das eigentlich ein Gewinn oder ist es vielleicht ein Ladenhüter, den man dann noch endlich losgeworden ist? Kommt es nicht auch etwas darauf an, dass wir immer wieder mal auch in anderen Ländern den Sport nach vorne bringen und das Kernthema einer Hamburger Bewerbung, der wie uns als Stadt ja auszeichnen, nun durch den Breitensport vor allen Dingen, durch unsere traumhafte Alster, wo Sie das tagtäglich sehen können, wollen wir das nicht in einem, kann das nicht für die ganze Stadtgesellschaft eine Riesenchance sein, jetzt mal unabhängig, wie wir die Stadien da anordnen, einen Sportpark mitten im Zentrum zu haben, meine Damen und Herren. Den dürfen wir nicht vergessen, es geht um Sport, um Gesundheit im 21. Jahrhundert. Ich würde es sehr befürworten, wenn noch weitere Veranstaltungen zu dem Thema kommen. Insbesondere, dass man auch weiter über die Kosten informiert wird. Also frontal und von oben herab, wie das früher organisiert wurde, ist es heute offensichtlich nicht mehr. Und das finde ich sehr gut. In dieser Weise ergibt sich die Möglichkeit, sich zu beteiligen und das Ganze eben auch auf Basis des Bürgerwillens sozusagen durchzuziehen. Und bin ich sehr zufrieden mit der Veranstaltung.